So, guten Morgen allerseits. 26. Februar 2018. Mittlerweile haben wir 7 Uhr und 13 Minuten. Und ein bisschen früher als geregelt, normal. Einige, weil der Hund ringelte. Und hier raus wollte. Jo, wir haben momentan minus 15 Grad Celsius. Das ging schon gestern Abend nach unten. Interessant ist aber, dass wir halt so zwischen 35% und 40% Luftfeuchtigkeit nur haben. Also wie angekündigt trockene Kälte. Aber dafür ein richtig schönes Himmelsszenario. Gestern den ganzen Tag keine Wolken, keine Kondensstreifen sichtbar, die zurückgelassen werden, also keine persistenten. War ein richtig schöner, klarer Himmel den ganzen Tag über. Heute dafür schöner Sonnenaufgang. Eigentlich bin ich schon fast eine halbe Stunde zu spät. Aber so früh bin ich noch nicht auf dem Berg. Laut Vorhersage soll es heute die kälteste Nacht werden. Morgen dann 1-2 Grad weniger. Jo. Es ist angenehm, ich habe auch keine Handschuhe an jetzt, weil es ist ja nicht kalt aufgrund der trockenen Luftfeuchtigkeit. Würde die Luft feuchte sein, wäre es was ganz anderes. Hätte ich schon längst Handschuhe angehabt, damit die Finger absterben. Aber so geht's. Daumen wird ein bisschen kalt. Aber das tun wir an. Dafür genießen wir heute mal schöne Farben. Haben wir auch nicht jeden Tag. Bei diesen Temperaturen, bei diesem Wetterchen. Nur wie lange es die Kamera mitmacht, darum kann ich die Kamera heute nicht rausstellen, die friert mir ein und frisst massivst Akkukapazität und das muss ich nicht haben. Also machen wir es halt so. Genießen das schöne Farbspiel da hinten. Haben wir ja auch nicht alle Tage. Da oben ist die Sonne am unteren Wolkenrand, dann durch den Dunst, den Nebel da unten, der jetzt entsteht, verteilt sich das ganze Strahlenspiel der Sonne. Mal gucken, ob sie scharf stellt. Ist nicht so einfach bei der Kälte. Na, die mag nicht wirklich. Also gehen wir zurück. Jo, so schön kann ein kalter Morgen sein. Schauen wir mal, wie der Tag heute weitergeht. Euch noch einen schönen Tag.